1000 Quadratmeter Skaterparadies. In der neuen Indoorhalle im ehemaligen Bremer Postamt können sich Skateboardfahrer und BMXler nach Herzenslust austoben. Michelle Friedrichs und ihre Mitschüler von der Oberschule im Park aus Bremen-Oslepshausen dürfen als Erste die neue Anlage testen. Für die 14-Jährige war sowas in der Bremer City längst überfällig. Es wurde mal Zeit, dass das in der Nähe des Hauptbahnhofs gemacht wird. Weil es in der Nähe des Hauptbahnhofs gibt es ja den Sportgarten, aber der ist draußen und das ist nicht in einer Halle. Und das ist besser. Über 2 Jahre hat der Umbau gedauert, damit nun Jugendliche nach Schulschluss sich hier austoben können. Doch umfasst das Angebot für Kids noch viel mehr. In den benachbarten Räumen wurde in Zusammenarbeit mit der Hochschule Bremen eine digitale Bildungs- und Kommunikationsstätte eingerichtet. Hier können Schüler zum Lernen herkommen oder sich im Umgang mit Kamera und 3D-Druckern üben. Dazu werden auch verschiedene Kurse angeboten. Sport ist Bildung, Bewegung ist Bildung. Das ist nicht nur im Kopf, geht nicht nur um schnell Tore schießen, schnell laufen, super Tricks machen. Das kann sich aber auch toll verbinden. Wir haben zum Beispiel hier eine Sport- und Medien-AG, wo jetzt BMX-Radfahrer Sensoren entwickeln für ihr Fahrrad. Ganz persönlich erfahren, wie ist mein Bewegungsablauf, warum klappt ein Trick, warum klappt er nicht. Das ist Sportförderung und digitale Medienkompetenz. Die Jugendinitiative Sportgarten e.V. hat damit ihre 3. Anlage in der Stadt. Werder Bremens Ehrenspielführer und Aufsichtsratsvorsitzender Marco Bode ist seit Jahren Botschafter des Sportgartens und glaubt fest an das Konzept der neuen Indoorhalle. Das Besondere ist natürlich die Kombination mit den Labs, sozusagen mit digitalen Medien. Ich glaube, da ist noch gar nicht abzusehen, was da an Kreativität entstehen kann und was für Projekte umgesetzt werden gemeinsam. Aber es ist auf jeden Fall ein Ort, denke ich, an dem man viel Spaß haben kann, viel lernen kann und wieder viel Begegnung hat. Zum Abschluss ihres Tests nehmen Michelle und ihre Mitschüler an einem Hip-Hop-Tanz-Workshop teil. Auch die sollen später dann regelmäßig hier angeboten werden. Michelle ist mit der Halle und dem Programm auf jeden Fall sehr zufrieden. Ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen, da ich sehr viele sportliche Freunde habe, die BMX fahren, und ich würde auf jeden Fall wieder herkommen. Rund 5000 Skater und BMX-Fahrer soll es in Bremen geben. Ab heute haben die, egal wie das Wetter draußen ist, ihr ganz eigenes Paradies.